Hallo Freunde, schön, dass ihr zugeschaltet habt. Ich bin Ös. Ich sitze im VW Golf 7 und mache mit euch die Abfahrtkontrolle. In diesem Video schauen wir uns dann mal das an, was unter der Motorhaube verdeckt ist. Zunächst einmal, wie mache ich den Motor auf? Ich muss erstmal aussteigen, schaue mir in den Spiegel Schulterblick. Hier ist ein Hebel, daran ziehen wir. Die Motorhaube lockert sich. Hier in der Mitte hier unten ist ein kleiner Hebel, den muss ich betätigen. Komm ich hoch, er hat sich entriegelt und dann wird nach oben geschoben. Das war es hier oben. Da habe ich hier reingedrückt und damit das dann hier gelöst. Hier schauen wir uns mal den Motor an. Das ist der Golf 7. Angefangen mit dieser Flüssigkeit. Da in diesem Behälter, da ist die Kühlflüssigkeit drin. Da müssen wir erstmal wissen, den Stand, Minimum, Maximum, die Farbe, ja, leicht schwer zu erkennen, gelblich, gibt es ja auch. Gibt es unterschiedliche Farben, blau, gelb, grün, pink. Ist wichtig zu wissen, welche Farbe. Wenn ich die Farbe vermische, ich jetzt eine andere Farbe reinpacke, mache ich mein Auto kaputt. Da hilft auch keine Garantie und keine Gewährleistung, habe ich selber Schuld. Wenn man es nicht erkennen kann, schaut man dann im Betriebshandbuch rein, da wird halt deutlich gemacht, welches wir brauchen. Notfalls ruft man halt beim Hersteller an. Also wichtig, Minimum, Maximum erkennen. Und dann, wenn nötig ist, machen wir hier auf, schütten nach. Vorsicht, es kann ganz heiß sein. Also wenn man sich die Pfoten verbrennt, nicht aufmachen. Ein bisschen zischen lassen, ein bisschen leicht lösen, damit dann das verdampft. Aber und warten. So, genug dazu. Wischwasser. Im Winter ausreichend Kühlflüssigkeit, ansonsten ist da nicht viel zu beachten. Wir kriegen eine Warnung vom Fahrzeug, vom Auto, sagt uns, dass wir wenig Wischwasser haben. Dann am besten hier nachfüllen. Am besten im Winter auch ausreichend Kühlflüssigkeit für sorgen. So, machen wir hier weiter mit dem Öl. Und zwar haben wir hier, bist du so lieb, kannst du das mal rausholen, den Kontrollpeilstab. Auch mal kräftig ziehen. Warte, ich zieh mal kurz. So, bisschen kräftig, genau. Zieh mal bitte raus. Genau, halt mal richtig zu, halt mal zu mir. Halt mal so zu mir, bitte. So, das wird erstmal gewischt mit einem Tuch, wird wieder reingesteckt und rausgezogen. Dann haben wir hier. Haben wir hier scharf. Minimum, Maximum. Also in diesem Feld. Minimum, Maximum. So, dann stecken wir das mal wieder hier rein. Keine Sorge, es bricht nicht. Und schön fixieren. Wenn wir mal zu wenig Öl haben, dann wird es hier nachgefüllt. Zum Öl ist wichtig, falls wir gefahren sind und wollen dann Öl kontrollieren, den Ölstand kontrollieren. Kann man machen, aber wartet erstmal 15 bis 20 Minuten. Das Öl ist jetzt hier überall verteilt im Motorblock, das heißt, es muss unten in der Wanne wieder aufgefangen werden. Bis es in der Wanne ist, kann es halt 15 bis 20 Minuten dauern. Erst dann können wir auch dann Öl kontrollieren. So, machen wir weiter. Dann haben wir da in dem Behälter, das ist versteckt da hinten. Das ist die Bremsflüssigkeit. Die fassen wir nicht selber an, das lassen wir in der Werkstatt machen. Die werden gewarnt, dass da was gemacht werden muss. Dann fahren wir zur Werkstatt und dann ersetzen sie das. Im Rahmen der Inspektion wird es regelmäßig gemacht. Empfehlung ist, alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit auszutauschen. Dann haben wir daneben gleich die Batterie. Das hier ist der Luftfilter und hier ist der Sicherungskasten. Das waren die Flüssigkeiten, das war eigentlich das Wichtige. Jetzt mal kurz das Detail wissen. Kühlflüssigkeit, es gibt 2 Kreisläufe. Ein Kreislauf hier, damit der Motorblock schnell warm wird. Ab 90 Grad öffnet das Thermostat den großen Kreislauf, dann fließt die Kühlflüssigkeit hier unten durch den Kühler. Da kann man hier Lamellen sehen.
da. Da sind die Lamellen, ne? Fahrtwind kühlt das nochmal ab, dann kommt die frisch abgekühlte Kühlflüssigkeit wieder hier rein. Das waren die beiden Kreisläufe. Ich hoffe, das Video ist euch hilfreich, insbesondere für die Prüfung. Falls ihr Fragen habt, postet sie unten. Falls euch das Video gefallen hat, schickt mir ein Like. Ansonsten wünsche ich euch immer stets eine sichere Fahrt und viel Spaß beim Fahren und viel Erfolg in der Prüfung.